Stufe auf den Tagesordnungspunkt 33. Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessen zusammenhalten und nicht spalten. Doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. Ministerpräsident Bouffier muss sich klar und eindeutig von rechten Populisten wie Herrn Wilsch und Herrn Irmer distanzieren. Das ist 19.43.01. Nach der Aktuellen Stunde befinden wir dann über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der SPD. Es beginnt der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, Herr Wilsch, schließt offensichtlich eine Zusammenarbeit mit der AfD oder eine Koalition nicht aus. Es wird jetzt angeblich zitiert, das hätte er dem HR so nicht gesagt. Aber vor ein paar Tagen in einem Focus-Interview hat er genau das gesagt, dass AfD-Menschen keine Leprakranken seien und man mit ihnen natürlich deswegen reden müsste. Meine Damen und Herren, ein Populist will offensichtlich mit anderen Populisten zusammenarbeiten. In seinem sogenannten neuesten Hauptstadtbrief behauptet Herr Wilsch, 50 Milliarden Euro würde die Migrationskrise, wie er sie nennt, kosten. Damit könne man 870.000 BAföG-Empfänger und 57.000 € in die Hand drücken oder rund 43 Millionen Erwerbstätigen die bereits geleisteten Steuern in Höhe von 1.162.000 € zurückzahlen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, laut Herrn Wilsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem solch absurden und zynischen Vergleich versucht Herr Wilsch, eine Neiddebatte anzustacheln, und damit spaltet er die Gesellschaft. Genau das brauchen wir nicht. Genau das brauchen wir nicht. Er schürt Ängste, betreibt das Geschäft der AfD, die übrigens diese Beiträge gut findet, genauso gut wie die sogenannten deutschen Konservativen. Es ist im Übrigen eine Organisation, die wiederholt vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde und deren Vorsitzender ein verurteilter Volksverhetzer ist. Kein Wunder, dass Herr Wilsch von solchen Gruppierungen belohnt wird und herausgehoben wird. Aber auch Herr Irmer ist sich nicht zu schade, in seinem sogenannten Netzler-Kurier, seinem Kampfblatt, eine Anzeige dieser deutschen Konservativen zu veröffentlichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Bouffier, Sie haben vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen in der Wetzlarer Neuen Zeitung Herrn Irmer als Ihren Freund bezeichnet, den Sie seit 40 Jahren kennen und der sich nicht nur in der Politik durch Prinzipientreue und Berechenbarkeit und Gradlinigkeit auszeichne, sondern vor allem durch sein offenes Wort, zu dem er auch aus Überzeugung stehe. Ja, Herr Irmer ist ein gnadenloser Vereinfacher, immer scharf am rechten Rand und darüber hinaus. Herr Ministerpräsident Bouffier und CDU-Vorsitzender, sagen Sie einmal, was Sie von solchen Aktionen des Herrn Irmer und des Herrn Wilsch halten. Hier der Landtag ist der richtige Ort dazu. Und natürlich haben Sie als CDU eine Diskussion, wie machen wir es mit der AfD? Im Rheingau-Taunus-Kreis, der Innenminister, stellvertretender Kreistag, CDU-Vorsitzender, ist Kreistagsmitglied, haben Sie schon mit der AfD auch Verfahrensanträgen zugestimmt, damit Sie überhaupt auf die Tagesordnung kommen. Also, Sie stimmen schon teilweise mit der AfD. Ja, das ist der Sachverhalt, Herr Pentz. Da müssen Sie sich erst einmal sachkundig machen. Und wie sagte der Elterwiller Bürgermeister Kunkel von der CDU heute Morgen nachzulesen im Wiesbadener Tagblatt, Kunkel, CDU am rechten Rand der CDU wird inzwischen offen mit AfD-Gedankengut sympathisiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ein Problem an der Backe. Wie gehen Sie mit der AfD um? Deswegen klare Worte, distanzieren Sie sich davon, Herr Ministerpräsident Bouffier. Enttäuschte Wähler von der AfD zurückzugewinnen, ist ein legitimes Ziel. Nicht alle werden wir kriegen. Aber, meine Damen und Herren, Rechtspopulisten wie die AfD bekämpft man nicht mit solchen Aktionen wie die Herrn Wilsch und Irmer, sondern mit einem überzeugenden Eintreten für freiheitliche Werte, nicht mit mehr Populismus. Meine Damen und Herren, ich habe mir Ihre Rede, Herr Ministerpräsident, zur Einzelplandebatte im letzten November noch einmal angeschaut. Sie haben gesagt, die Gesellschaft zusammenhalten. Das, was wir auch gemeinsam letztes Jahr im Flüchtlingspaket vereinbart haben, wird durch solche Positionierungen, Erklärungen der Herren Wilsch und Irmer immer wieder diskreditiert. Schauen Sie sich einmal die Leserbriefspalten im Wiesbadener Tagblatt und Kurier an. Die nehmen explizit Bezug auf Äußerungen von Herrn Wilsch, wie ich sie eben vorgetragen habe. Die Saat scheint doch offensichtlich auszugehen. Und wir haben 70 Jahre Hessen dieser Tage gefeiert. Ein tolerantes, ein weltoffenes Offen. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der in dieser Hinsicht vorbildlich war und Hessen geprägt hat. Deswegen dürfen wir dem Treiben der Wilsch und Irmers nicht tatenlos zusehen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und da geht es auch nicht um. Und da geht es auch nicht um so. Er liest seinen Wetzlar grün. Das ist ja eine bewusste Provokation. Und deswegen, Herr Ministerpräsident Bouffier, Herr CDU-Vorsitzender, was halten Sie von dem Wetzlar-Kurier? Was halten Sie von den Anzeigen der deutschen Konservativen, die gegen Minderheiten hetzen? Deswegen hier und heute ist der Ort. Wenn Sie dazu schweigen, Herr Ministerpräsident, dann kotieren Sie dieses Verhalten und nehmen es hin nach dem Motto, am rechten Rand darf irgendwer wildern. Dies lassen wir Ihnen nicht durchgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und offensichtlich rückt die CDU nach rechts, deswegen heute auch ein Antrag zur doppelten Staatsbürgerschaft. Wir wollen, dass die Optionspflicht eben nicht wieder eingeführt wird. Das war ein Kompromiss der Großen Koalition, aber es ist ein wichtiger Beitrag für eine gelungene Integrationspolitik. Und deswegen sprechen wir uns dafür aus, dieses Recht eben nicht abzuschaffen. Und auch da wird der Hessische Landtag heute in namentlicher Abstimmung Gelegenheit haben, sich zu positionieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will das am Anfang auch betonen, was der Kollege Rudolph hier gesagt hat. Wir haben vor wenigen Tagen 70 Jahre Hessen gefeiert. Wir haben die Geschichte Hessens gewürdigt. Und Hessen ist ein weltoffen und tolerantes Land. Und wir als Politikerinnen und Politiker sind gut beraten, dafür zu kämpfen, dass das auch in Hessen so bleibt. Und wir sollten allen eine Absage erteilen. Wir sollten allen eine Absage erteilen, die das andere wollen. Und wir sollten auch nicht uns als Politikerinnen und Politiker diese Themen zu eigen machen, sondern wir sollten herausstellen, was unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ausmacht, was unser Rechtsstaat ausmacht. Das sind unsere Stärken, und dafür sollten wir kämpfen. Und wir sollten nicht auf den Leim derer gehen, die ganz anderes im Sinn haben mit Ausländerfeindlichkeit und Hetze, meine Damen und Herren. Die doppelte Staatsbürgerschaft, Herr Kollege Rudolph hat es angesprochen, ist für uns ein wichtiges und wirkungsvolles Instrument der Integrationspolitik. Die Möglichkeit, zwei Pässe zu haben, nimmt den Druck von jungen Menschen, sich irgendwann zwischen dem Herkunftsland der Eltern und dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind, zu entscheiden. Die jetzt wieder geforderte Optionspflicht würde diesem Zwang, diesem Druck wieder einführen. Deshalb lehnen wir das entschieden ab, meine Damen und Herren. Die Optionspflicht wird der Vielfalt unserer Gesellschaft nicht gerecht, in der Millionen von Kindern mit mehreren Staatsbürgerschaften aufwachsen. Die Zamperonis, die McAllisters und die Al-Wazirs dieses Landes sind Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch gut so. In dieser Frage waren wir als GRÜNE immer sehr klar. In dieser Frage sind wir auch weiterhin sehr klar. Und weil uns diese Frage so wichtig war und weil wir gerade in Hessen eine besondere Erfahrung in der Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft hatten, haben wir in der Koalition mit der CDU dazu klare Regelungen getroffen. Ich will das noch einmal in Erinnerung rufen. Zitat aus dem Koalitionsvertrag, Seite 58. Auf bundespolitischer Ebene werden wir die Aufhebung der Optionspflicht und die Akzeptanz von Mehrstaatlichkeit im Staatsangehörigkeitsrecht für Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern unterstützen. Zitat zu Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, klarer geht es nicht. Wir werden also nicht zulassen, dass die Uhr in dieser Frage wieder zurückgedreht wird. Daran ändern auch Parteitagsbeschlüsse der CDU auf Bundesebene nichts. Das hat im Übrigen aber auch der Ministerpräsident dieses Landes sehr klar und sehr deutlich erklärt in der FAZ vom 8.12. kann man ja unter der Überschrift Bouffier, Doppelpassbeschluss war falsch lesen, dass auch der Ministerpräsident das genauso sieht. Ich will noch einmal weiter zitieren. Der Ministerpräsident sagt da, deshalb denke ich nicht, dass dieser Beschluss in die Regierungsarbeit in Berlin eingehen wird. Wir haben uns bei der Bildung der Großen Koalition mit der SPD aus gutem Grund für diesen Kompromiss geeinigt. Darauf müssen
sich beide Seiten verlassen können. Das ist ein Stimmungsbild des Parteitags. Zitat zu Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, der Ministerpräsident hat hier sehr klar, sehr deutlich sich geäußert. Er ist damit auch klar auf Distanz zu denen gegangen, die in der Öffentlichkeit etwas anderes fordern. Und das finde ich gut so, meine Damen und Herren. Noch einmal. Der Ministerpräsident hat gesagt, deshalb denke ich nicht, dass dieser Beschluss in die Regierungsarbeit in Berlin Eingang finden wird. Also, die Koalition in Hessen ist in dieser Frage klar und eindeutig. Der Ministerpräsident ist in dieser Frage klar und eindeutig. Ich frage mich, warum Sie schon wieder einmal ein Thema und ein Problem, das Sie offensichtlich mit Ihrem Koalitionspartner in Berlin haben, zum Thema hier der Aktuellen Stunde im Hessischen Landtag machen. Da frage ich mich in der Tat, meine Damen und Herren. Die doppelte Staatsbürgerschaft und das Staatsbürgerschaftsrecht ist Bundesrecht. Die bundespolitische Fragestellung, Frau Kollegin Faeser, die Bundesregierung wird gestellt mit den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Die Koalition im Bund wird mit den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gebildet. Warum rufen Sie diese Fragestellung hier im Hessischen Landtag aus? Weil Sie kleinkarierte Parteipolitik machen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir jetzt noch einmal über das Thema reden wollen, Frau Kollegin Faeser, jetzt über das Thema, bringen Sie den Antrag, den Sie eingereicht haben unter der Drucksachennummer 4328. Also, der Hessische Landtag lehnt die Wiedereinführung der Optionspflicht im Staatsbürgerschaftsrecht ab. Zitat zu Ende. Bringen Sie diesen Antrag auch im Deutschen Bundestag ein, Frau Kollegin Faeser. Mit diesem Inhalt bringen Sie diesen Antrag auch im Deutschen Bundestag an. Da bin ich sehr gespannt. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, weil dann wäre das, was Sie hier vertreten, ehrlich. Ich kann Ihnen auf jeden Fall zu diesem Tagesordnungspunkt nur eines sagen. Wir werden dem Antrag, den Sie vorgelegt haben, hier unsere Zustimmung geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man konnte es gerade schon merken, Herr Kollege Frömmrich. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns nicht immer gegenseitig Ratschläge geben, wer was hier thematisiert. Oder hier hätte auch gepasst eine Standardformulierung der GRÜNEN. Eine Aktuelle Stunde eignet sich nicht, um einen solchen Punkt zu bringen, meine Damen und Herren. Es ist ein Parlament, wir diskutieren hier in Positionen, und hier kann jede Fraktion jedes Thema setzen, und deshalb dürfen auch die Sozialdemokraten dieses Thema hier debattieren. Und natürlich ist es völlig legitim, dass man, wenn man über die größte Regierungspartei in Berlin und die Kanzlerin spricht und die Situation beobachtet, dass ein CDU-Parteitag, ich denke, bewusst sich ein Ventil sucht, um anscheinend einen anderen Akzent in einer wichtigen Frage zu setzen, dass das nicht an einem Land spurlos vorbeigeht. Wenn die Kanzlerin als Parteivorsitzende sagt, sie interessiert diese Beschlusslage nicht, ist das nicht mein Problem. Aber Fakt ist natürlich, dass es anscheinend ja immer noch einen Bedarf gibt, über die Frage der Zuwanderungspolitik in Deutschland zu diskutieren, vielleicht gerade jetzt. Und ich denke, dass wir uns einig sind darüber, dass alle Parteien in dieser Frage seit Jahren über die Frage diskutieren, wie ist der richtige Weg. Das, was wir gemeinsam wollen, und das würde ich mal auch unterstellen, dass wir das gemeinsam wollen, ist, dass wir es schaffen, Menschen aus anderen Ländern in diesem Land zu integrieren, sie quasi einzuladen, hierher zu kommen, aber auch zu akzeptieren, welche Sitten, Gebräuche, welche moralischen Grundsätze, welche Strukturen dieses Land hat, diese auch anzuerkennen. Integration bedeutet für mich nicht Assimilation, aber es bedeutet schon Anerkennung von Grundsätzen, die in diesem Land bestehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, diesen Weg zu gehen, ist kein einfacher. Auch wir haben über die Frage gestritten, ist die Entscheidung für oder gegen die doppelte Staatsbürgerschaft positiv oder negativ, wenn man das gemeinsame Ziel, was wir, denke ich, alle haben, verfolgen will. Ich glaube, dass die Frage der Wiedereinführung der Optionspflicht aber am wahren Thema vorbeiführt. Das, was wir diskutieren müssen, ist, wie kann Deutschland attraktiv werden für Menschen aus anderen Ländern, die wir z.B. hier dringend brauchen, wenn es um die Frage geht, wo kriegen wir gute Leute her, um die Zukunft des Arbeitsmarkts positiv zu gestalten. Das, was wir übrigens, ich glaube, da gibt es sogar eine Übereinkunft von SPD, Grünen und Freien Demokraten, dass wir in diesem Land endlich ein Zuwanderungsgesetz brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb ist das
und wir darüber nachdenken müssen, was können wir dafür tun, um attraktiv zu werden für Menschen, hierher zu kommen, die wir dringend an unserem Arbeitsmarkt brauchen. Wie können wir für die attraktiv werden? Und da glaube ich, auch wenn man das Thema unterschiedlich beleuchten kann, ist die Wiedereinführung der Optionspflicht eher ein Hindernis, weil sie letztendlich ein Stück weit die Attraktivität möglicherweise auch nimmt. Und Kollege Frömmrich hat einen Punkt gesagt, den ich teile. Es ist für die Leute eben nicht so einfach, aus einem anderen Land zu kommen, sich dann zu Deutschland zu bekennen, aber die eigene Identität komplett loszuwerden. Viele sind stolz auf ihre Herkunft, ohne nicht zu sagen, sie wollen hier ankommen. Und dieses beides gemeinsam zu forcieren, glaube ich, es wäre ein Fehler, die Optionspflicht jetzt wieder einzuführen und dieses Thema wieder aufzumachen. Wir hatten vorhin ein Thema, über das das Land auch sehr lange sehr kontrovers diskutiert hat. Und ich glaube, wir sollten jetzt über die Probleme reden, die wirklich auf der Tagesordnung stehen. Die Wiedereinführung der Optionspflicht ist es mit Sicherheit nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Fakt ist aber auch, dass wir Situationen erleben, die, ich sage das sehr offen, mich auch besorgt machen. Ich habe das gerade vor kurzer Zeit mit einem türkischen Bekannten diskutiert, der sehr stark die Position von Erdogan gelobt hat. Und als ich mit dem diskutiert habe, und der ist hier geboren, der hat einen deutschen Pass, dessen Kinder gehen hier in deutsche Institutionen, hatte ich nicht das Gefühl, ich diskutiere mit jemandem, der Deutscher ist. Sondern der hat mir in der Diskussion sehr stark den Eindruck gemacht, dass er sehr stark türkische Sichtweisen übernimmt. Das sind ja häufig Leute, die eigentlich das Problem haben, dass sie nicht richtig wissen, wo sie hingehören. Die sind in der Türkei keine Türken. Die sind in Deutschland nicht sozusagen die Deutschen. Die stehen irgendwo zwischen diesen Kulturen. Aber ich will auch mal ganz klar in diesem Parlament sagen, Menschen, die in diesem Land leben und die diese Demokratie mit all ihren Vorzügen genießen, diese Freiheit, die wir hier haben, sollten nicht ein unfreies System loben, was Herr Erdogan gerade in der Türkei einführt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sollte nicht die Position sein. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Es kann nicht sein, dass die Freiheit, die wir hier haben und die wir den Menschen in allen Bereichen ermöglichen, wir haben ja gestern über die Initiative des Innenministers im Bereich von Religionsfreiheit gesprochen, LIS etc. pp. Es kann nicht sein, dass diese Freiheit, die wir den Menschen durch das Grundgesetz ermöglichen, instrumentalisiert wird gegen unsere Freiheit. Und deshalb da sollten Demokraten zusammenstehen und alles dafür tun, dass diese Werte auch klar sind, wo wir stehen, und dass diese Werte nicht verhandelbar sind. Und wenn es Menschen gibt, die unsere Werte und Rechte und Chancen nutzen wollen, um sie ins Gegenteil zu verkehren, müssen wir ganz klar ein Stoppschild aufzeigen. Das machen wir definitiv nicht mit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Rentsch, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es eine spannende Debatte, weil ich auch gerne wissen möchte, wie sieht es der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Aber klar ist natürlich auch, dass wir als Land, gerade als Land der Mitte, in einer Gesellschaft, die dringend angewiesen ist auf gute Köpfe, an diesem Tag ein klares Signal setzen sollten. Wir brauchen gute Köpfe in diesem Land, und deshalb brauchen wir auch ein Zuwanderungsgesetz. Und das wäre ja vielleicht mal eine Initiative, parteiübergreifende Kollege Frömmrich, können wir vielleicht nachher mal am Rande des Plenums bei einem Kaffee darüber diskutieren, ob wir so etwas hier mal einbringen. Das würde dem Parlament sicherlich gut tun, wenn nicht immer nur Koalitionen hier die Politik machen, sondern auch Mehrheiten im Geiste. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Rentsch, das Wort hat Frau Abgeordnete Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 18 Jahren fand in Hessen der bisher geschmackloseste und gefährlichste Wahlkampf in der Geschichte dieses Bundeslandes statt. Die CDU sammelte damals Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, malte abstruse Horrorszenarien an die Wand, schürte Ängste und Vorurteile. Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben, war damals eine häufig gestellte Frage in Hessens Fußgängerzonen. Ein Wahlkampf auf dem Rücken von Migranten, auf dem Rücken von jungen Menschen, deren Eltern seit Jahrzehnten hier leben, hier arbeiten, diese Gesellschaft und ihren Wohlstand mit aufgebaut haben. Die doppelte Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht sind keine Almosen, sind keine großzügige Gabe. Es sind Rechte, die den Menschen zustehen und die ihnen viel zu lange vorenthalten wurden. Letzte Woche hat der CDU-Bundesparteitag gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und für die Wiedereinführung der Optionspflicht sich ausgesprochen, wegen möglicher Loyalitätsprobleme. Ich frage Sie, glauben die hessischen CDUler, die gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gestimmt haben, alles ernstens, dass Minister Al-Wazir ein Loyalitätsproblem hat, weil er zwei Staatsangehörigkeiten hat? Das ist doch absurd, meine Damen und Herren. Was wir in der momentanen Situation am allerwenigsten brauchen, ist Roland Koch Reloaded.
und die Union übernimmt immer mehr die Parolen der AfD, die CSU vorneweg. Kürzlich lobte Seehofer ausgerechnet Donald Trump für seine Sprache und dafür, dass er Menschen, Zitat, konkrete Antworten geben, und das nach einem zutiefst rassistischen und sexistischen US-Wahlkampf. Diese Anwiderung an den Rechtspopulismus ist brandgefährlich, gerade angesichts der Rechtsentwicklung, die wir erleben in diesem Land. In Deutschland gab es alleine in diesem Jahr fast 900 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, durchschnittlich 3 am Tag. Das zeigt, aus verbalen Angriffen werden tätliche Angriffe. Jüngst mitten in Frankfurt auf die Räume der Flüchtlingsinitiative Projekt Shelter, der ich an dieser Stelle unsere volle Solidarität ausdrücken will. Wer gegen Menschen hetzt und sich als geistiger Brandstifter betätigt, der trägt Mitverantwortung dafür, wenn diese Verrohung von Sprache irgendwann in Gewalt umschlägt. Und wer die Parolen von Rechtspopulisten übernimmt, der gräbt ihnen damit nicht das Wasser ab, sondern der macht sie stark. Das haben die vergangenen Wahlkämpfe deutlich gezeigt. So vergiftet man das gesellschaftliche Klima. Und da sind wir bei der Hessen-CDU. Hier haben die Rechtsaußen ja traditionell Narrenfreiheit. Während Herr Bouffier den freundlichen Landesvater spielt, dürfen Steinbach, Wilsch und Irmer den rechten Rand bedienen und ungestraft permanent Minderheiten beleidigen. Und jetzt spricht der Bundestagsabgeordnete Wilsch von Koalitionen mit der AfD. Kontakt zu den gemäßigten Leuten sollte möglich sein. Klar, man kennt sich. Die Hessen-CDU ist ja quasi die Brutstätte für die AfD-Führungsriege gewesen. Gauland, Glaser, Hohmann, das sind doch alles mal Parteimitglieder von Ihnen gewesen. Das sind doch alles Gewächse der Hessen-CDU. Mit den GRÜNEN als Koalitionspartner tut sich Herr Wilsch allerdings schwer, zumindest auf Bundesebene. Auf Bundesebene gäbe es, Zitat, schwer verdauliche Mitspieler wie Jürgen Trittin und Renate Künast, so Wilsch. Vielleicht sollten sich die hessischen GRÜNEN einmal überlegen, was es über sie aussagt, wenn die Bundesgrünen im Unterschied zu ihnen als schwer verdaulich gesehen werden. Sie bereiten offensichtlich keine Verdauungsprobleme, meine Damen und Herren. Diese Woche haben Unionspolitiker gefordert, härter gegen Hasskommentare und Fake News vorzugehen und gezielte Desinformationen unter Strafe zu stellen. Ich sage einmal, dann hätte Herr Irmer mit seinem Wetzlar-Kurier ein echtes Problem. Denn Münchhausen war ein ehrlicher Mann im Vergleich zum Wahrheitsgehalt des Wetzlar-Kuriers. Und dann wird ja immer gerne gesagt, Herr Irmer hätte in der Fraktion ja gar nichts zu sagen. Das ist auch eine der grünen Lebenslügen in dieser Koalition. Aber dieser vollkommen bedeutungslose Herr Irmer kandidiert jetzt für den Bundestag. Und, oh Wunder, die CDU hat ihn entsendet in die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten. Und in der Wetzlarer Zeitung vom 28. August dieses Jahres war zu lesen, Bouffier nannte Irmer seinen Freund, den er seit 40 Jahren kenne und der sich nicht nur in der Politik durch Prinzipien, Treue, Berechenbarkeit und Gradlinigkeit auszeichnet, sondern vor allem durch sein offenes Wort. Herr Ministerpräsident, statt sich schützend vor die Menschen zu stellen, die Herr Irmer Monat für Monat in seiner Postille beleidigt, nämlich Migranten, Muslime, Homosexuelle, loben Sie ihn auch noch dafür. Was im Wetzlar-Kurier geschrieben steht, das sind doch keine offenen Worte. Das ist rassistisch, und das ist menschenverachtend, was dort aufgeschrieben ist. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Dieses klare Bekenntnis des Ministerpräsidenten zeigt eines ganz klar. Irmer ist keine Randfigur. Er ist integraler Bestandteil dieser hessischen CDU. Irmers Äußerungen sind keine Ausfälle. Es ist Kalkül und Gesinnung im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten. Und das ist Ihre Arbeitsteilung. Sie als persönlicher Landesvater und andere dürfen sich am rechten Rand austoben. Da hilft alles leugnen nicht, liebe GRÜNE. Wenn man mit der CDU koaliert, dann hat man eben Leute wie Irmer an der Backe. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Öztürk. 2,5 Minuten. Sehr verehrter Herr Präsident, ich bin der SPD-Fraktion ganz dankbar, dass Sie in der Aktuellen Stunde heute das Thema der Optionspflicht hier aufgerufen hat, damit auch klar die Hessen Position beziehen können.
Denn auch dieses Land Hessen hat etwas mit der doppelten Staatsbürgerschaftsdebatte zu tun. Und auch ich möchte daran erinnern, wie vor 18 Jahren die doppelte Staatsbürgerschaftskampagne hier in Hessen ganz tiefe Wunden bei den türkeistämmigen Menschen gerissen hat, weil sie als Menschen, die hier jahrelang gearbeitet haben, Steuern bezahlt haben, ihre bürgerlichen Pflichten erfüllt haben, weil sie auf einmal zur Zielscheibe einer Wahlkampagne geworden sind. Und diese tiefen Wunden, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sind bis heute nicht geheilt. Und deswegen haben sich auch viele türkeistämmige Menschen, wenn es heute um die 70-jährige Feier von Hessen ging, sich nicht mitgenommen gefühlt. Und das ist in diesem Hessischen Landtag dem ehemaligen Ministerpräsidenten Koch zu verdanken. Und auch die Hessen-CDU hat sich niemals davon distanziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das möchte ich hier festhalten. Und bei der doppelten Staatsbürgerschaft möchte ich noch einmal klar machen, uns oder mir wäre es lieb, dass es eine generelle Hinnahme der Mehrstaatlichkeit gibt. Und mir ist auch klar, dass mit der CDU in der Großen Koalition im Bund nur die Optionspflicht möglich war als Kompromiss. Die jetzt auch noch abzuschaffen bei jungen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, das hat nichts mehr mit Integration zu tun. Das hat etwas mit Ausgrenzung zu tun, wenn man diesen jungen Leuten sagen will, entscheide dich zwischen der einen oder der anderen Staatsbürgerschaft. Hinzu kommt, die Iraner können die Staatsbürgerschaft behalten, die Marokkaner können die behalten, die EU-Staatsbürger können sie behalten, ein Herr Al-Wazir kann sie behalten, mein Mann kann sie behalten, weil es eine deutsche Mutter hat. Aber die türkeistämmigen Menschen, es geht um die türkeistämmigen Menschen, die seit Jahren hier arbeiten, ihre Steuern zahlen, die Kinder hier geboren sind, bei ihnen sagen wir auf einmal Stopp, deine doppelte Staatsbürgerschaft betrachte ich als Loyalitätskonflikt. Und das ist einfach pure, sage ich noch einmal, Willkür, habe ich gestern auch benutzt, diesen Begriff. Es ist eine Ausgrenzung. Und dann brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, wenn die Menschen sich nicht nach Hessen orientieren, nicht den Ministerpräsidenten Bouffier als ihren Ministerpräsidenten sehen oder die Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern wenn sie sich nach Istanbul oder nach Ankara an diesen undemokratischen Erdogan orientieren. Ich wünsche mir, dass wir, so wie wir die AfD-Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen, auch diese türkeistämmigen Menschen für diese Gesellschaft gewinnen. Dann können wir ihnen nicht sagen, entscheide dich zwischen der einen oder der anderen politischen Identität. Es geht um Teilhabe, um politische Teilhabe. Es geht nicht nur um Integration. Und deswegen hoffe ich, dass mit der Regierung, ja, ich höre auf, das ist mein letzter Satz, die generelle Mehrstaatlichkeit endlich eingeführt wird und die Optionspflicht auf gar keinen Fall wieder eingeführt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Titel der Aktuellen Stunde, die die Fraktion der SPD beantragt hat, ist zuallererst einmal grundlegend falsch. Es gilt festzuhalten, die schwarz-grüne Landesregierung und insbesondere ihr Ministerpräsident Volker Bouffier halten Hessen seit mehr als zweieinhalb Jahren erfolgreich zusammen. Wir reden nicht nur. Lieber Herr Rentsch, wir handeln. Zur Erinnerung, schon vor über einem Jahr haben wir in Hessen unser Landesprogramm Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beschlossen. So reden wir und so handeln wir. Und deshalb, meine Damen und Herren, und deshalb, wir brauchen, lieber Herr Rudolph, gerade von der SPD keine Belehrung, wenn es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft geht. Die Mehrheitsentscheidung des Parteitags zur Wiedereinführung der Optionspflicht ist ein Stimmungsbild in unserer Partei, für die es durchaus eine Reihe von Gründen gibt. Aber damit das hier auch einmal klar gesagt ist, das ist überhaupt kein Grund, lieber Herr Rudolph, sich hier zu empören oder der CDU etwas Übles zu unterstellen, das ist pure Polemik. Und, meine Damen und Herren, in der Sachfrage. Für uns gilt, wir stehen dazu, was wir in unserem Koalitionsvertrag zwischen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in Hessen vereinbart haben. Und genauso sieht das auch im Bund aus. So ist es. Und dabei bleibt es. Grundsätzlich will ich aber für die CDU schon sagen und feststellen,
dass wir eine generelle Mehrstaatlichkeit für nicht erstrebenswert halten. Wir halten es für besser, dass derjenige, der sich entschieden hat, hier in Deutschland zu leben, dessen Kinder hier aufwachsen, sich auch entscheiden sollte, deutscher Staatsbürger zu werden. Und jetzt zu dem, was Sie in Bezug auf Klaus-Peter Wiltsch sagen bzw. ihm vorwerfen. Damit das hier klar gesagt ist, die Hessische Union hat schon vor der Kommunalwahl sehr klar gesagt, was wir von der AfD halten. Eine Partei, die für Angst, Ausgrenzung und Vorurteile steht, ist für uns kein Partner, damit das sehr klar gesagt ist. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossen, ich lese Ihnen einmal einen kurzen Brief, zitiere hier einen Brief von Klaus-Peter Wiltsch von gestern. Für den Kreisverband der CDU Rheingau-Taunus möchte ich klarstellen, dass wir unverändert keine Kooperation oder Koalition mit der AfD eingehen werden. Das kann ich Ihnen auch gerne rüberlegen. So ist es, und dabei bleibt es. Und meine Damen und Herren, lieber Herr Schäfer-Gümbel, lieber Herr Rudolph, wie halten Sie es denn zum Beispiel mit den Linken? Wir haben im Gegensatz zu Ihnen immer gesagt, wie wir es mit den Linken halten, weil wir wissen, wo die Linken herkommen, und weil wir wissen, wo die Linken hinwollen. Und gerade gestern, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade gestern haben wir eindrucksvoll erlebt hier im Hessischen Landtag, als eine Abgeordnete der Linken das Wort Deportation hier in diesem Hause verwendet hat, haben wir erlebt, wo die Linken stehen. Und deswegen müssen wir uns von Ihnen, sehr geehrter Herr Rudolph, liebe Genossen, nicht in dieser Sache belehren lassen. Die CDU regiert dieses Land seit 1999 verantwortungsvoll und erfolgreich. Seit nunmehr fast 3 Jahren arbeiten wir vertrauensvoll, respektvoll und erfolgreich mit den Grünen zusammen. So ist es. Dafür arbeiten wir jeden Tag, und so soll es auch bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Wenz. – Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Wir haben eine Mischung aus einer, wie ich finde, sehr sinnvollen und immer wieder notwendigen Debatte über die Frage, wie gehen wir mit dem Thema der Staatsbürgerschaft um. Und Sie, Herr Kollege Rudolph, haben das vermengt mit einer Auseinandersetzung mit der CDU. Und der Ministerpräsident ist jetzt auch Landesvorsitzender der CDU. Ja, ja, das bin ich auch gerne. Aber hier geht es eigentlich um die Landesregierung. Und jetzt bin ich in folgender Situation. Wenn ich als CDU-Mann nicht antworte, dann gehen Sie anschließend hierher und sagen, er hat geschwiegen. Weil ich das weiß, bitte ich schon jetzt um Nachsicht. Ich werde Ihnen in beiden Funktionen antworten. Meine Damen, meine Herren, ich rate uns zur Sorgfalt in der Sache und zur Sorgfalt in der Sprache. Worum geht es eigentlich? Wenn Frau Kollegin Öztürk gerade gesagt hat, die Frage der Loyalität zu einem Staat sei eigentlich im Ergebnis unbeachtlich, dann teile ich das nicht. Das Beispiel, das der Kollege Rentsch gerade eben aufgezeigt hat, war doch sehr eindrucksvoll. Und es beschäftigt viele Menschen in unserem Land. Und wenn er berichtet, dass er mit einem Bekannten oder Freund sich über die besorgniserregenden Situationen in der Türkei unterhält und erstaunt feststellt, dass der, der hier geboren ist und über dessen Hiersein wir uns freuen, eine Position einnimmt, die mit den demokratischen Grundüberzeugungen dieses Landes nicht in Einklang zu bringen sind, dann muss man doch sich mit der Frage auseinandersetzen. Das wird doch ernsthaft niemand bestreiten dürfen. Und deshalb rate ich noch einmal zur Sorgfalt in der Sache und in der Sprache.
Ich finde, man sollte das Thema der Staatsbürgerschaft nicht überhöhen, aber auch nicht geringschätzen. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Auf der ganzen Welt ist es eine der großen Fragen, die zum Teil mit großer Leidenschaft diskutiert werden. Überall, auch in unserem Land. Und deshalb erlaube ich mir einen kleinen Rückblick. Sie haben sich die meiste Zeit Ihrer Rede nicht mit Ihrem Antrag beschäftigt. Aber wenn wir von doppelter Staatsbürgerschaft reden, der Kollege Pentz hat es gerade gesagt, ist das etwas anderes als die Frage der Optionspflicht. Und ich habe dazu seit vielen Jahren eine klare Haltung. Ich bin der Auffassung, ich sage es noch einmal, ich finde, wenn sich jemand für sich und seine Kinder entschieden hat, in diesem Lande zu leben und zu bleiben, ist es wünschenswert, dass er deutscher Staatsbürger wird. Ich halte nichts davon von genereller Mehrstaatlichkeit. Ich könnte Ihnen viele Themen dazu vortragen, wo die Probleme liegen, und zwar aus meiner fachlichen Sicht als Familienanwalt. Aber das würde die Zeit hier überstrapazieren. Die GRÜNEN haben dazu immer eine andere Position eingenommen. Sie haben die generelle Staatsbürgerschaft für richtig gehalten. Da gibt es kein Wahr und kein Unwahr. Das ist eine Einschätzungsfrage. Und dann waren wir bei der spannenden Frage, und das muss man sich einfach auf der Zunge mal zergehen lassen, was da jetzt passiert ist. Dass man das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht, das die einen für antiquiert, die anderen für richtig gehalten haben, auch eine Debatte, die es in der ganzen Welt gibt, geändert wurde durch die Regierung Schröder-Fischer. Es war die rot-grüne Bundesregierung, die der Überzeugung war, dass man das Abstammungsprinzip ergänzen müsste oder ganz abschaffen und eine neue Staatsbürgerschaftsform einführt. Wer hier geboren ist, ist deutscher Staatsbürger. Dieses war die politische Absicht, und dieses sollte auch Gesetz werden. Und dafür gab es keine Mehrheit. Und dann hat die SPD und die GRÜNEN und die FDP, die drei haben dann die Optionslösung eingeführt. Es war nicht die CDU. Die CDU hat damals dagegen gestimmt. Ich war damals gegen die Optionslösung und bin es heute. Aber, meine Damen und Herren, es zeigt doch, wenn wir die Sache einmal in Nüchternheit betrachten, wenn der CDU-Bundesparteitag jetzt mehrheitlich in einem Stimmungsbild gesagt hat, wir wollen die Optionslösung, dann ist es genau das, was Rot, Grün und FDP 2000 beschlossen haben. Und es ist für alle politischen und sonstigen Sittenwächter alles andere als ein Anlass, dieser Parteitagsbeschluss sich zu empören oder daraus einen Rechtsruck abzuleiten. Wo sind wir denn eigentlich, wenn jetzt die CDU das fordert, was SPD, GRÜNE und FDP selbst beschlossen haben? Dann kann man das für richtig oder falsch halten. Dann kann man das für richtig oder falsch halten. Und ich füge einmal hinzu, es gibt für beide Positionen Argumente, wenn man in die Sache einsteigt. Ich glaube, ich habe es hier am einfachsten. Ich habe 2000 eine Rede gehalten, dass ich gegen die Optionspflicht bin, und ich habe die gleiche Position beibehalten. Und deshalb hatte ich auch gar kein Problem damit, dass ich als stellvertretender Bundesvorsitzender den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt habe mit der CDU, CSU und SPD im Deutschen Bundestag. Und dort haben wir das entsprechend verabredet und beschlossen. Und ich hatte und habe schon gar kein Problem damit, dass ich mit meinem jetzigen Koalitionspartner in unserem Koalitionsvertrag verabredet habe, dass wir uns genau so verhalten, wie wir uns verhalten haben. Und dann ist das Thema Optionspflicht auch kein Thema mehr. Das ist so und das bleibt so. Und das ist jetzt der Teil der Antwort für die Hessische Landesregierung. Wir haben einen Koalitionsvertrag, den erfüllen wir, nicht nur heute, sondern auch morgen. Das entspricht auch meiner persönlichen Überzeugung, meine Damen und Herren. So. Und deshalb rate ich zur Sorgfalt in der Sache und zur Sorgfalt in der Sprache. Ich wäre dankbar, wenn das Tremolo von denen, die das selbst beschlossen haben,
nicht so ausfällt, dass die, die das jetzt für richtig halten, was bis vor zwei Jahren die Gesetzeslage war, ihr Beschluss galt bis vor zwei Jahren in Deutschland. Das war nie meiner. Jetzt wir eine Art Wechsel haben und in meiner Partei viele der Auffassung sind, man sollte das wieder einführen. Ich sage es noch einmal, ich halte es für falsch, aus der Sache heraus, weil diese Optionspflicht das Problem, das beispielhaft der Kollege Rentsch angesprochen hat, nicht wirklich löst. Was passiert denn eigentlich? Ich habe doch die Debatten damals geführt. Wenn sich jemand nicht entschließt, zu optieren, was war denn Ihre Gesetzesfolge? Ihre Gesetzesfolge war dann, er verliert automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber er bleibt trotzdem mit allen Rechten in diesem Lande, ohne das Recht wählen zu können oder gewählt werden zu können. Ansonsten hat er ein unbeschränktes, in keiner Weise beeinträchtigtes Aufenthaltsrecht. So, und wenn man das weiß, und das war damals, können Sie nachlesen, meine Argumentation, wenn ich die Frage der Loyalität zu einem Staat zum Kernpunkt mache und der Betreffende bleibt mit allen Rechten trotzdem hier, auch wenn er nicht optiert, halte ich diese Lösung nicht für zielführend. Insofern kann ich mich selbst nachvollziehbar wieder zitieren. Aber Sie haben es damals so beschlossen, gegen die CDU. Und jetzt haben wir die Situation, wie Sie sie geschildert haben. Wenn das so ist, dann empfehle ich uns gemeinsam zu sagen, lasst uns über die Sache streiten, was ist klug, was ist unklug. Aber komm hier bitte schön keiner daher mit moralischer Kerze nach dem Motto, die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Herr Kollege Rudolph und die anderen, Sie haben mich zitiert, und ich stehe zu jedem Zitat. Man kann den Kollegen Irmer mögen oder nicht. Und ich teile manche seiner Aussagen nicht, habe ich immer deutlich gemacht. Aber ich lasse auch nicht zu, und ich habe jetzt keine andere Chance, ich spreche jetzt als Landesvorsitzender, ich lasse nicht zu, dass durch ständige Pauschaldiffamierung einer ausgegrenzt wird, der bei jeder Wahl, hören Sie doch einfach mal zu, der bei jeder Wahl ein breites Votum der Bevölkerung hat, die ihnen wählt. Und Herr Irmer ist ein Demokrat. Das bedeutet nicht, dass ich jede Position teile, aber ich lasse auch nicht zu, dass in jeder dritten Sitzung, wenn der Opposition nichts mehr einfällt, hier einer ausgeguckt wird und niedergemacht wird. Das geht auch nicht. Meine Damen, meine Herren, Sie haben klare Fragen gestellt, Sie kriegen auch klare Antworten. Der Kollege Wilsch hat in seinem Hauptstadtbrief Vergleiche gezogen, die ich für schädlich halte und die ich in keiner Weise teile, damit das auch klar ist. Kollege Wilsch hat aber auch, und das bitte ich Sie dann auch zur Kenntnis zu nehmen, damit Sie in Ihrer zukünftigen Oppositionsarbeit auch in der postfaktischen Zeit nicht ganz von den Fakten abheben, und Pence hat es Ihnen vorgelesen, eine Erklärung abgegeben, und zwar eine glasklare Erklärung für den Kreisverband der CDU Rheingau-Taunus, dass es weder jetzt noch in absehbarer Zeit eine Kooperation oder gar eine noch engere Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Ich bitte Sie, Herr Kollege, passen Sie mal auf. Ich habe Sie gebeten um Sorgfalt in der Sprache und in der Sache, und jetzt füge ich mal hinzu, vielleicht auch noch im Denken. Wir sollten uns miteinander doch noch so viel respektvoll begegnen, dass man eine Erklärung eines Kreisverbands, die glasklar ist, jetzt einfach einmal zur Kenntnis nimmt und nicht hofft, sozusagen auf Umwegen herum ein Thema zu finden, wo man eine große demokratische Partei in die Ecke stellt. Ich habe es immer wieder gesagt, Herr Gremmels, mäßigen Sie sich. Sie wollen doch mir nicht unterstellen, dass ich irgendwann einen Zweifel gelassen hätte, wo die Grenze zwischen CDU und AfD verläuft. Oder wenn es anders ist, kommen Sie hierher. Damit es jetzt ein einziges Mal geklärt ist, damit das absolut geklärt ist. Und deshalb sage ich es noch einmal.
Mäßigen Sie sich im Ton und mäßigen Sie sich in der Sprache. Ich habe keinen Nachholbedarf. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, Herr Wilsch hat auch gegenüber dem Hessischen Rundfunk sich geäußert und deutlich gemacht, dass so, wie er zitiert wurde, er sich nicht geäußert hat. Es gehört einfach zur Seriosität, dass man dies dann hier auch vorträgt und nicht Teile weglässt, die man aber kennt. Und deshalb, Herr Kollege Rudolph, dann hätten Sie auch den Brief, den Sie wahrscheinlich auch haben, von Wilsch an den Hessischen Rundfunk vorlesen können. Dann nehmen Sie es einfach von mir als Hinweis. Ich sage es noch einmal, meine Damen und Herren. Die große Frage, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten, wird uns noch lange beschäftigen. Frau Wissler, wenn Sie Puh machen, wir zwei werden im Leben wahrscheinlich nicht mehr zusammenkommen. Aber eins sei Ihnen gesagt. Die CDU Deutschlands und die CDU Hessen und alle ihre Gliederungen haben keinen Nachholbedarf, wenn es um die Frage geht, sich zu engagieren, wie dieses Land zusammenbleibt und wie die Demokratie gegen die Feinde der Demokratie gestärkt und verteidigt werden muss. Meine Damen und Herren. Wir haben hier in Hessen, gerade bei der großen Herausforderung der vielen Flüchtlinge, gezeigt, dass wir in der Lage sind, auf kleinen, vermeintlichen parteipolitischen Vorteil zu verzichten. Jedenfalls von da bis da. Die LINKEN kann ich dort nicht erkennen. Und ich möchte uns gemeinsam anmahnen, lassen Sie uns dabei bleiben. Und die Sittenwächter, die immer mit der Moralkeule daherkommen, sie sollten sich immer überlegen, was sie anrichten. Meine Damen, meine Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen, gerade von der Sozialdemokratie. Ich lese Ihnen jetzt einmal etwas vor. Das können Sie nachlesen, war in vielen Zeitungen zu lesen. Ich zitiere, es ist in der Welt abgedruckt. Zitat: Merkel habe ihren innerparteilichen Gegnern die Kinder ausländischer Eltern zum Opfer fallen lassen. Man dürfe nicht 1 Million Flüchtlinge einladen und dann die hier geborenen Kinder schlecht behandeln. Ende des Zitats. Jetzt raten Sie einmal, von wem das ist. Wenn Sie es wissen, finde ich es noch bemerkenswerter, dass Sie die heutige Debatte führen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Rudolph, jetzt einmal in allem Ernst. Das ist die Sprache von Sarah Wagenknecht und von Frau Petri. Die Merkel hat die Millionen eingeladen, und wir haben das Problem. Das ist Sigmar Gabriel, das ist der Bundesvorsitzende der SPD, meine Damen und Herren. Wer so spricht, der hält die Gesellschaft nicht zusammen, sondern der hat, wenn er nicht gerade einen Aussetzer gehabt hat, genau die Sprache, die dieses Land spaltet, meine Damen und Herren. Es ist nicht das einzige Zitat von Pack bis vieles andere. Es ist Ihr Bundesvorsitzender. Und da Sie eine parteipolitische Debatte haben wollten, sage ich Ihnen, wer so einen Bundesvorsitzenden hat, mit dem ich persönlich gut auskomme, der hätte vielleicht Anlass, Herr Rudolph, dass Sie mit dem Ihnen eigenen Temperament und die SPD-Landtagsfraktion und die hessische SPD vielleicht ihren Bundesvorsitzenden einmal darauf hinweist, dass das die Sprache ist, die wir in diesem Land überhaupt nicht gebrauchen können, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, diese Landesregierung, die hessische CDU und ich schon gar nicht bedürfen irgendeiner Belehrung, wenn es um die Frage geht, wie dieses Land zusammenzuhalten ist und wie wir den Feinden der Freiheit klar entgegentreten. Danke.